So Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Wir haben da heute einen BMW 435i und dieses Fahrzeug kriegt heute eine legale Akrapovic Evolution Anlage. Diese ist aus Titan mit einer Zulassung und dieses Fahrzeug allgemein, den N55 Motor, gibt es ja immer nur oder gab es immer nur ohne OPF. Somit können die Leute legal eine komplette Abgasanlage nach Cut bis zum Ende durchfahren. Die Anlage ist aus Edelstahl, kein Titan, also absolut bezahlbar. Des Weiteren hat das Fahrzeug hier ein M-Performance Power Kit, nicht Power and Sound. Sound gibt es gleich. Der hat hier nur eine leichte Leistungssteigerung vom BMW sozusagen. Besitzer ist gut drauf, hat auf jeden Fall Bock. Grüße gehen raus. Ich denke, er wird hier auf jeden Fall heute mit einem Grinsen nach Hause fahren. N55 ist allgemein immer von der Klangkulisse nice, muss man so sagen. Ich empfehle aber für alle N55-Fahrer im M135, 235, 335 und so weiter, Leute, macht bitte mindestens Wagner Evo 2 Ladeluftkühler rein. Der ist zum Beispiel Stand heute sogar bei Wagner auf der Seite 40-50% runtergesetzt. Und einfach kaufen. Einfach kaufen. Rein da. Chargepipe rein da. Downpipe rein da. Das braucht ihr, weil jetzt hier bei diesen Temperaturen über 30 Grad hat das Fahrzeug schon 40-50 PS weniger. Der regelt hier komplett runter. Und wenn du zwei, dreimal hart durchpulst, dann merkst du schon, dass die Leistung wirklich in den Keller geht, ne? Und deswegen sorgst du mit einem Wagner Ladeluftkühler, den wir heute hier nicht verbauen. Ich will es einfach nur erwähnt haben. Selbst wenn dir halt bei warmen Temperaturen nur 30 PS fehlen, ja? Dieses Fahrzeug hat wirklich ein Problem mit der Hitze, dieser Motor besser gesagt. Deswegen, das empfehle ich euch auf jeden Fall. Heute konzentrieren wir uns auf puren Sound. Das wird Spaß machen. Ansonsten kann es sein, dass wir den Kunden in Kürze wiedersehen. Er ist auch selber Mechaniker. Kann auch sein, dass er das selber alles macht. Also weitere Maßnahmen wie Ladeluftkühler, Chargepipe, Downpipe und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht viel rum und fangen direkt an. Haben wir die Serienabgasanlage. Hier vorne ist der Seriencut, der bleibt auch heute drin, den fassen wir nicht an. Und was muss man noch sagen? Auf jeden Fall ist uns schon sehr, sehr häufig aufgefallen, dass beim N55 Motor man das Wastegate ja sehr laut hört. Und deswegen, da das jetzt die Serienanlage ist und die ja schon ziemlich auch zugeschnürt ist, hört man es jetzt nicht so ganz extrem raus. Aber wir werden, wenn das Wastegate Geräusche macht, diese Geräusche mit der Akra-Anlage natürlich lauter wahrnehmen. Weil die Anlage lässt natürlich viel mehr Sound durch, hat weniger Schalldämpfer, eine dickere Rohrführung und somit werden die Geräusche dann lauter, wenn er das Rasseln hätte. Das werden wir gleich sehen. Würden wir zum Beispiel Akra-Anlage und zum Beispiel eine HJS Downpipe noch dazu tauschen, dann wäre es natürlich sehr wahrscheinlich, dass das Wastegate rasselt, ne? Weil N55 Wastegate rasseln, könnt ihr mal googeln, ist auf jeden Fall sehr bekannt und sehr laut. Das mal nur so nebenbei erwähnt. Ansonsten wird es gleich ein schöner Evolution Sound. So, hier haben wir die Serienanlage, wie man sehen kann. Sieht die nicht mehr so ganz toll aus. Hat auf jeden Fall ein bisschen Feuchtigkeit gesehen, würde ich mal sagen. Ansonsten kann man schon merken, wenn man sich zum Beispiel parallel mal die Akra anschaut, die Rohrführung ist hier auf jeden Fall etwas vom Durchmesser größer und auch optimierter gebaut. Damit meine ich zum Beispiel hier diesen Bereich. Ja, wenn ich mir das gleiche auf der Seite angucke, dann wisst ihr schon, was ich meine. Des Weiteren entfällt auch der Schalldämpfer hier zum Beispiel, den wir hier auf der Serienanlage haben. Den haben wir auf der gleichen Höhe gar nicht.
Und natürlich, größtes Merkmal ist, dass wir hier sehr qualitativ hohes Edelstahl haben und der größte Teil der Anlage doppelflutig läuft. Und hier das gleiche auf der Serienanlage. Ansonsten haben wir hier noch ein Flexrohr, hier nicht. Ansonsten blenden wir euch hier noch die Leistungsdaten ein. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Am Steuer, ist auch selber Mechaniker und wir warten aktuell noch ein bisschen auf Betriebstemperatur. Wir haben jetzt schon ein bisschen Geräusche gehört vorne, wie gedacht anfangs vom Wastegate. Das hörst du halt deutlich lauter. Beim ersten Eindruck ist es halt so, dass man denkt, vielleicht könnte das die Abgasklappe hinten sein. Aber 3-4 Gasstöße und das Ding ist schon weg. Das Geräusch ist schon weg. Nur das war genau das, was ich halt gesagt habe. Manchmal hast du halt vom Wastegate die Geräusche einfach lauter, weil natürlich die Acra viel mehr Sound durchlässt. Einen miesen Kaltstart haben wir nicht, weil das Fahrzeug noch warm ist. Wir haben, wie lange gebraucht? Eine Stunde oder so, glaube ich. So, wir warten jetzt noch ein bisschen. Ist nämlich schon über 70 Grad. Ich weiß nicht, ob man sehen kann von hier.
Yeah.